Gut, das bedeutet, die Waffe wurde jetzt wahrscheinlich einfach aus dem Lager rausgenommen. Kann das sein? Höchstwahrscheinlich. Und jetzt können sie auch ordentlich trainieren. Ich hoffe, jetzt können sie auch irgendwie ihr Level hochschrauben. Das wäre gut. Hier passen sie auf an der Tür. Und dann werden wir nochmal so eine Militärmission machen. Einfach weit entfernt. Gut, versuchen wir es nochmal. Ich bin gespannt, ob es dann funktioniert. Wenn nicht, Pech gehabt. Jetzt haben sie Waffen, jetzt muss es funktionieren. Und die werden natürlich auch von Mal zu Mal stärker. So, und ihr seid schon mal gut am Bauen. Das ist schön. Auch wenn das hier Abteil A noch relativ lange dauert. Wenn ich hier einen Baumeister hinstelle, würden die hier bauen? Schwierig zu sagen. Auf jeden Fall werden wir dort nochmal ein ganz neues Gebiet gründen müssen. Das heißt, wir werden auch weitere Lager bauen, dort Steine mit hinbringen. Wir werden versuchen, dort andere Waren mit unterzubringen, die die Leute dann auch brauchen, um zu überleben. Heißt auch Beeren sammeln in der Nähe, Holz sammeln in der Nähe. Die Leute müssen unbedingt gut versorgt bleiben dort. Wir könnten die alle ein bisschen aufstufen. Nicht viel, aber ein bisschen. Erstmal befördern wir die normalen Leute und dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Leute, die jetzt dann auch gewöhnliche Kleidung wollen. Und wir gucken uns das auch nochmal an. Vom Rang her. Rekrut. Leibeigener. Ja, wir haben sehr viele Leibeigene. Im Prinzip nur wenig Gemeine. Gemeine wollen Nahrung, zwei verschiedene Nahrungsmittelarten. Das heißt, wir werden doppelt so viel Geld mit Essen machen. Wasser wollen die haben. Ist okay, haben wir immer. Komfort, Gottesdienst, aber auch eine Ware. Das heißt, wir werden jetzt noch mehr gewöhnliche Kleidung benötigen. Und ich schätze mal, wir müssten uns demnächst auch wieder um Kleidung kümmern. Das können wir dann auch, weil wir ja mehr verkaufen und dementsprechend mehr Geld machen. Ist das überhaupt kein Problem. Rohmaterialien fehlen hier. Da fehlt ganz normales Gold, aber Goldbarren werden super verkauft. Wir kriegen jetzt endlich auch Geld dadurch. Ich hatte aus Versehen beim Verkauf von Goldbarren einkaufen getippt. Warum auch immer, aus Versehen auf den falschen Button. Kann passieren. Ah, das sieht schon besser aus. Servus, Dai. Auf den müssen wir uns die ganze Zeit verlassen. Den kenne ich am wenigsten. Der ist neu. Aber der muss auch noch sein Level machen, ne? Servus, Dai, zeig mal, wie gut bist du eigentlich schon? Level 3. Du bist ja jetzt auch nicht der schnellste Bauherr, ne? Na, und das war's schon wieder. Ja gut, der Arbeitsplatz ist weit weg. Was will man erwarten? Das ist Fakt. Hier werden schon wieder neue Häuser hochgezogen. Denn diejenigen, die wir aufgestuft haben, die wollen natürlich auch besser leben. Und das werden sie jetzt auch. Sie bekommen einen besseren Komfort. Und dadurch, dass die Attraktivität durch den Markt sowieso sehr hoch ist, sehe ich da überhaupt keine Probleme und Schwierigkeiten. Ihr selber habt auch eine sehr hohe Attraktivität durch den Brunnen. Theoretisch könnt ihr die ganzen Zierbäume hier abreißen. Und hier muss ich noch für Attraktivität sorgen, soweit ich weiß. Na, jo. Da sieht es richtig grottig aus. Aber unsere Leute sind tatsächlich viel zu sehr damit beschäftigt, dieses verdammte Kloster fertig zu bauen. Das ist eine absolute Katastrophe, dass wir das überhaupt in Auftrag gegeben haben. Ihr seht ja selber, was da für Ressourcen verschwinden an Arbeitskraft jetzt eben. Es ist unglaublich. Fisch ist genug da. Können die jederzeit kaufen. Servus, da ist schon wieder. Mensch, der hat doch noch kein Level. Arbeite 143 Meter von zu Hause. Ist das gut oder schlecht? Ich habe keine Ahnung. Aber offensichtlich geht er schon wieder zur Arbeit, obwohl er keines seiner Bedürfnisse befriedigt hat. Das ist schlecht. Wo ist denn sein Zuhause? Hier hinten. Soll ich dich freistellen? Hier ist ein Baubüro in der Nähe. Warum kommst du von da hinten an? Was ist mit denen, die sowieso in der Nähe arbeiten?
So, diesmal müsste es klappen, dass der Auftrag erfüllt wird. Es ist einfach. Weitere Militärmission ist verfügbar. Sie wäre wieder einfach und weit entfernt. Wo sehe ich denn, welche Leute jetzt unterwegs sind und welche nicht? Truppen bereit machen. Erfolgswahrscheinlichkeit maximal. Truppen entsenden. Ach so. Ah, ich muss die auch noch entsenden. Ja, ihr seid ja witzig. So, ich versammle wieder meine Truppen. Dann gehe ich wieder ins Menü. Oh, das ist ja kompliziert. Truppen bereit machen. So, maximal. Truppen entsenden. Okay, jetzt ziehen unsere Truppen los. Aha. Gut zu wissen. Ich hoffe, die bringen ordentlich was nach Hause, insbesondere Geld. Da laufen sie. Ahahaha. Tschüss. Gut zu wissen. Mensch. Toll, dass ich das jetzt auch schon weiß. Und sie werden natürlich auch da Level aufsteigen und dann von Soldaten zum Hauptmann oder sonst irgendwas werden. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Ob das wirklich so ist, müssen wir dann nochmal sehen, wenn es soweit ist. Tschüss. Ja, gar nicht dran gedacht. Kein Wunder, dass wir das letzte Mal so einen Misserfolg hatten. Jetzt muss ich auch erstmal gucken. Misserfolg. Ja, der Einfluss ist trotzdem nicht weiter gesunken. Es ist alles in Ordnung. Und bald können wir auch die Kerzenmacherei und die Mönchstatue bauen, wenn wir erstmal das Kloster soweit fertig haben. Da kommt ja noch einiges an Prunk mit dazu. Dadurch, dass wir ja die Gebäude noch gar nicht fertig haben. Das Geld wird wieder mehr. Schön. Steine werden wieder mehr. Super. Das heißt, wir können demnächst auch wieder ein bisschen mehr bauen. Und wir werden hier auch mehr bauen müssen. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir brauchen weitere Kräutergärten. Wir brauchen noch weitere Schlafplätze für die ganzen Mönche, die dann dort arbeiten müssen. Wir müssen uns auch darum kümmern, dass die Guten, ich glaube, die wollen dann später auch Bier oder Nahrung oder sowas direkt hingeliefert haben. Oder verwechsel ich das mit einem anderen Spiel? Also irgendwie kommt man schon total durcheinander. Die wollen natürlich auch, oder wir brauchen natürlich auch weitere Imker. Die Trauben müssen noch angepflanzt werden. Da werden wir hier dann irgendwie einen Traubenstall fertig machen, der das Ganze dann so runterfallen lässt. So richtig schön am Hang. Ich glaube, das kann man dann später auch sehen, wenn man das bauen will, ne? Wo ist das? Weinproduktion. Okay, sie sagen nichts dazu. Ich glaube, früher war das ersichtlich, wo sich das am meisten lohnt. Aber das kann auch irgendwo hingepflanzt werden. Das könnten wir sogar hier machen. Das würde niemanden interessieren. Die würden dann einmal rumlaufen und dann ist gut. Die wohnen ja eh hier. Und haben kein Zuhause. Ist irgendwas noch nicht vom Abbau beeinflusst? Nehmt die Bäume alle weg. Kein Mensch braucht Bäume. Die Bäume könnt ihr auch wegnehmen. Warum nehme ich die nicht weg? Ach so, wegen dem Jäger, ne? Aber der Jäger hat ja hier sein Gebiet. Ne, das ist in Ordnung. Das ist okay. Das ist auch alles mit inbegriffen. Das auch. Muss bloß einen kurzen Blick drauf werfen. Da haben wir auch nochmal die Möglichkeit, Sammler mit hinzustellen. Habe ich bisher auch noch nicht genutzt. Da oben wird das Holz noch weggesammelt. Von dem Holzfäller, den wir später auch abreißen können. Eure Soldaten sind im Ausland. Na, ich bin ja gespannt, was die zu berichten haben, ob sie es geschafft haben oder nicht. Ich hoffe es. Also Servuster ist der Einzige, der hier die ganze Zeit herlaufen muss. Das tut mir auch extrem leid, dass ausgerechnet du das größte Teil fertig baust. Ah ja, verfügt weiter über unsere Truppen. Entsendet Soldaten zur Unterstützung des Königs. Schwierigkeit Mittel. Entfernung weit entfernt. Durchschnittliche Erfolgswahrscheinlichkeit. 100% Chance für eine Goldbelohnung.
Chancen für eine gewöhnliche Belohnung. Vielleicht ein anderes Mal. Ach so, das heißt, wir könnten mehr Soldaten mitschicken und dann sogar 2 oder 3 Mal hintereinander weg diese Mission weitern. Stimmt, da war auch was, ja. Gut. Unsere Soldaten waren siegreich, das heißt, denen geht's gut. Die werden dementsprechend jetzt auch stärker sein, Soldaten. Jo, sind jetzt teilweise Level 6, Level 4, Level 3, sind aber alles noch Rekruten, sind jetzt keine großartigen Soldaten. Ne? Also Rekrut Level 1, Müller, ist tatsächlich da schon ein bisschen besser. Noch sind sie auf einer Mission, aber sie kommen jetzt wieder zurück, bringen uns zumindest eine kleine Belohnung und wir werden dann auch versuchen, die anderen Militärmissionen nochmal ordentlich abzuhandeln. Fredo macht das fertig. Da wird noch auf einen Baumeister gewartet. Erweiterung D ist wahrscheinlich schneller fertig als alles andere. Und wir haben endlich wieder Geld. Was für ein schönes Gefühl. Oh mein Gott. Ja, theoretisch brauche ich hier schon mal einen Baumeister. Eine Bauhütte, bitte. Zeig mir mal ganz kurz das Wohngebiet. Das ist hier. Gut, die steht. Dann werden wir 3 Baumeister mit hinzufügen. Entsendet Soldaten zur Unterstützung des Königs abgeschlossen. Schön. Wir kriegen 316 Gold. Okay, werden das Gold jetzt auch gleich nutzen, um dementsprechend das ein oder andere zu bauen. Lebensmittelstände. Machen wir 4 und einen Warenstand bauen. Dann brauchen wir ein Holzfällerlager hier in der Nähe. Wo will ich das haben? Na, schön weit weg, ne? Hier sind nachher sowieso die Fischer, das ist okay. Bauen. Ein Lagerhaus. Stört zumindest nicht. Und wir brauchen noch... was brauchen wir sonst noch? Mit Taverne nicht unbedingt. Eine Sammlerhütte auf jeden Fall. Oh, und einen Speicher. Alles schön am Hang. So, die bringen schon mal die Waren, das ist gut. Wir brauchen auch eine Fischerhütte. Und das Wohngebiet wird jetzt dorthin noch erweitert, sodass die dann hier wenigstens in der Nähe leben. Guti. Was brauchen die sonst noch? Zumindest eine Dorfkirche will ich hier stehen haben. Kann ruhig dastehen. Kleiner Turm und kleine Tür. Sowie noch ein Anbau, weil es wahrscheinlich mehr Leute sein werden, die hier wohnen. Okay, wenn das alles errichtet ist, dann können wir hier sehr viele Leute einziehen lassen, die auch hier wohnen. Wir müssen halt Käse und sowas alles erstmal von hinten holen, das ist okay. Wichtiger ist sowieso, dass das Teil hier fertig gebaut wird und ich sag mal, die Erweiterung, die ist schon fast fertig. Da warten sie noch auf einen Baumeister. Aber der Rest ist soweit okay.
Bertrand macht jetzt endlich mal die Abtei fertig. Sehr gut. So, dann müssen wir das Abbaugebiet noch einzeichnen. Das muss ich nicht einzeichnen. Gut. Holzfäller kommt hier hinten hin. Dann brauchen wir die Steine. Heißt auch ein Steinmetz. Ja, ich weiß, es ist hässlich. Wo geht das Wohngebiet lang? Bis da unten. Dann bau den Steinmetz halt hier in der Ecke. Wir brauchen ja nicht viele Steine. Die sollen ja bloß das ein oder andere hier behalten, sodass die nicht immer so weit laufen müssen. Gut. Dauert eine Weile, ist in Ordnung, kann ich mitleben. Und ihr seht, wir werden jetzt noch eine ganze Weile einfach bloß sitzen und warten, dass hier irgendwas passiert. Gottesdienst ist zu wenig verfügbar. Theoretisch muss ich das Teil auch nochmal erweitern. Denn das ist eines der größten Problematiken, dass die hier lieber hingehen als unten in die Kirche. Aber eigentlich sollt ihr auch eher das hier fertig bauen, denn ihr seid hier näher dran, als das hier hinten alles. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ihr das macht. Wohnhäuser werden hier auch schon errichtet. Wir erwarten schlechtes Wetter. Sehr wohl. Ja, nicht so wohl. Finde ich nicht gut. Verdammt. Auch hier können wir noch eine Sammlerhütte mit hinstellen. Das ist gut. Dann haben wir schon mal zweimal Beeren. Dreimal Beeren. Sehr schön. Werden wir gleich in den Abbau mit hinzufügen. Ach, da komme ich sowieso nicht ran. Haha, gehört gar nicht mir. Ja, einen Brunnen braucht ihr hier auch noch. Sonst ist Wasser zu weit weg. Dann bauen wir hier einen und da einen. Das sollte reichen. Das dauert eine Weile. Vielleicht werden die auch verschwinden und werden sagen, nee, das ist hier alles nichts für mich. Ich wohne hier am Arsch der Welt, ich habe nichts. Das kann durchaus passieren. Deswegen müssen wir uns da natürlich ein bisschen ranhalten, dass die das alles so schnell wie möglich gebaut kriegen. Theoretisch hätte ich also erstmal das hier fertig machen müssen. Aber ich habe da keinen Bock mehr drauf zu warten. Das dauert mir alles hier viel zu lange. Ich bin normalerweise ein geduldiger Mensch, aber nach 2, 3 Folgen habe ich gedacht, wäre das Ding auch irgendwann mal fertig. Nein, bei weitem nicht. Ich bin froh, dass die Erweiterung D jetzt langsamer fertig wird, genauso wie Abtei A auch so langsam Gestalt annimmt. Aber es dauert trotzdem alles ewig. Das ist furchtbar, weil die jetzt natürlich auch mit den anderen Bauprojekten beschäftigt sind, ne? Kein Zugriff auf Komfort. Ich weiß, beherbergt bis zu 2 Dorfbewohner und Soldaten. Ja, aber Soldaten haben hier hinten nicht zu wohnen. Also die sollen eher hier drüben sein. Und wir können wieder eine Militärmission machen. Das heißt, wir schicken diesmal andere Leute. Lasst mich darüber nachdenken. Nein, die nur mir. So. Und jetzt gehen wir auf den Soldatenreiter. Wo ist er? Da. Armee. Missionen. Truppen bereit machen. Wir schicken diesmal ein paar mehr Leute los. Du kannst noch ein bisschen lernen. Wir schicken mal alle los, die Level 3 und 4 sind. So. 8 Soldaten ausgewählt. Naja, komm, einen Level 6 schicken wir auch noch mit. 9 Soldaten, Truppen entsenden. Das heißt, wenn denn die erste Aufgabe erledigt ist, gucken wir, ob wir vielleicht sogar noch die Möglichkeit bekommen, sie nochmal loszusenden. Ich denke nicht, dass irgendjemand sterben wird. Dafür haben wir zu viele Leute, die für uns dort in den Krieg ziehen. Na komm, eines. Du kriegst es hin. Meinetwegen baut auch erstmal die Wohnhäuser fertig, dass die hier zumindest wohnen können. Essen muss auf jeden Fall ran. Der Brunnen muss ran. Heißt, der Marktplatz muss auch fertig gebaut werden. Und es wird eine Weile dauern, bis das alles durch ist. Theodar macht die Baustelle fertig. Komm. Und noch einmal. Sehr schön. Ein Häuschen steht schon mal. Du hast es jetzt nicht ganz so schwer. Ein Bote bittet auch noch um eine Audienz. Was möchtest du? Dass wir mit 30 Beeren dem König helfen, dem Klerus oder dem Volk? Nein, die Beeren behalte ich für mich. Davon haben wir eh zu wenige.
So, wieder rüber. Das sind Händler. Aber hoffentlich keine Leute, die uns irgendwie verlassen wollen. Da laufen unsere Leute. Er reitet dran vorbei. Vituccia ist der Baustelle zugewiesen. Okay, die macht jetzt erstmal das Teil hier fertig. Sehr schön. Hat gerade schon mal dafür gesorgt, dass die ganzen Bäume wegkommen. Jetzt holt sie 10 Holz. Beförderung verfügbar. 8.800, um alle zu befördern. Theoretisch könnte ich sie befördern. Wir würden auf jeden Fall mehr verkaufen. Aber zuvor will ich auf jeden Fall Klamotten und sowas auch hier haben, um dann dementsprechend einen riesen Schwung auch befördern zu können. Wir werden auch drüben noch Klamotten fertig machen. Denn Klamotten sind eigentlich die Dinge, die wir am meisten brauchen. Und ich sehe gerade, wir haben sehr viele Waren weniger. Und zwar Haushaltswaren. Wir verkaufen sie nicht, aber trotzdem sind sie sehr wenig. Was ist los? Was fehlt euch? Metall fehlt nicht, Werkzeuge fehlen nicht, Bretter auch nicht. Ihr habt eigentlich alles, ihr seid nur zu langsam. Theoretisch müsste ich also irgendwann nochmal eine Werkstatt für Haushaltswaren fertig machen. Irgendwann. Kein Zugriff auf Komfort, ja, ist klar. Ihr müsst tatsächlich erst einmal bauen, machen, tun. Der Speicher muss fertig gebaut werden, das Lager muss fertig gebaut werden, da warten wir alle auf Baumeister. Aber die ganzen Baumeister sind natürlich mit dem Kloster beschäftigt. Das auch schon wieder einigermaßen vorangeht. Ah, das eine Teil ist schon mal fertig. Sehr schön. Ich weiß nicht, was die Abteien bringen. Ich habe keine Ahnung. Guck mal, daraus können wir Schlafräume machen. Wir können aber auch eine große Halle daraus machen. Beherbergt bis zu 8 Leute. Allein schon die Erweiterung. Dann machen wir daraus jetzt einen Schlafraum. Schicke einen arbeitslosen Bewohner ins Kloster. Kann ich nicht, weil die Leute tatsächlich gerade nicht existieren. Wir haben zu wenige. Und wir müssen die Einwanderung demnächst wieder starten, um dann auch wirklich neue Leute zu haben, die hier hinten arbeiten und wohnen werden. Ich finde es ja schon schön, dass sie hier in der Nähe ihres Arbeitsplatzes leben. Das ist gut. Ich glaube, die eine, die ist auch Baumeisterin. Willst du das nicht fertig machen? Du stehst da so doof rum. Ich arbeite. Ja, wo denn? Du machst nichts. Sag es einfach. Gib es zu. Tja, meine Lieben, bevor wir jetzt noch weiter warten... Oh, wir sind siegreich. Aber, mein Herr, eure Truppen waren sehr nützlich in der Fehde mit unserem bösen Nachbarn. Allerdings scheint die Angelegenheit keineswegs vorüber und wir brauchen immer noch eure Unterstützung. Verfügt weiter über unsere Truppen. Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist maximal. Na dann, los. Meine Lieben, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich lasse das hier ein bisschen laufen und sobald die Nachricht, dass wir wieder einen Krieg gewonnen haben oder auch nicht, aufploppt, werde ich wieder einschalten und dann gucken wir mal, wie weit das Kloster ist. Bis gleich. Dürfte ich Sie höflichst um ein Abonnement für diesen Kanal bitten? Vorzüglich. Sie hinterließen sogar prompt ein Like. Ich verneige mich vor Ihnen.